Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Bioshock. Ich bin so ein Genie, ich stecke meine Kopfhörer nicht in den PC. Oh mein Gott, das war echt nicht sonderlich schlau. Deshalb habe ich mich gerade gefragt, wieso ich keinen Sound habe. So, bitte geht da rein. Dankeschön. So, in der letzten Folge sind wir mit dem Flugzeug abgestürzt und in Rapture angekommen. Kann ich das kaputt machen? Tatsächlich, cool. Um dein Spiel zu speichern. Okay, P. Speichern. Ah, hier habe ich schon irgendwann mal... Also, das ist ein Autospielstand, okay. Dann machen wir direkt mal einen neuen. Dateien werden gespeichert, das ist cool. Cool, cool, cool. Stirb, du Miststück. Und jetzt schauen wir mal. Kuchen mit Cremefüllung. Deliziös. Du bist blöd, stirb. Bitteschön. Ich besuche doch immer die Menschen gern. Ich bin so ein netter Mensch. Finde ich auch. Du bist blöd. Moment. Du bist kacke. Oh Gott, hier sind alle so gestört hier. Voll lustig. Wie die auch lachen. Verpasst ihm eins mit dem Elektrobolt. Toaster in der Wanne heißt die Errungenschaft, die ich gerade freigeschaltet habe. Voll cool. So. Oh. Das war echt richtig schlau. Cool. Cool. Und die Leiche tut, glaube ich, nichts mehr von Interesse. Müsste er sich nicht eigentlich selbst heilen? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Hier geht's aber auch noch rein. Das möchte ich doch dann kurz erkunden. Wieder Toiletten. Die gibt's ja echt reichlich. Klo, 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 Klo. Klo mit Blut. Klo. Klo, Klo. Cool. So, ich habe einmal kurz geschnitten. Verbandskasten, was ist das? Das gucken wir uns mal eben an. Ah, okay, drücke jederzeit F. Also, tatsächlich, cool. Dann haben wir jetzt wieder genug. Ich habe nur eben einmal kurz geschnitten wegen Mikrofon und so, ne? Das kennen wir ja alle. Weil irgendwie wird das immer ab einer Stunde asynchron und weil ich jetzt schon eine stundenlange Aufnahme habe, dann passiert das irgendwie immer wieder. Aber na gut. Sicherheitsalarm ausgelöst. Och nö. Ja, okay, sich den ganzen Whisky reinzukloppen war vielleicht nicht ganz so schlau. Oh. Der ist nicht ganz im Kasten, der Typ, glaube ich. Okay, der hat mich umgenietet. Was passiert jetzt? Mhm, nur Spaß gemacht. Ah, okay. Jetzt kommt das mit dem Vita-Chamber. Ich hab mich im Griff mit seinem... Stirb. Miststück. Okay, und was hat das jetzt gebracht? Ah, nur noch mehr davon. Das ist Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat nämlich schon abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Wie, der ist immer so unfreundlich und stresst total. Aber okay. Dann gehen wir halt hier durch. So. Boah, das sieht hier so komisch aus. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Toll.
Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? Bezaubernd. Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder das Vidanje. Was immer dir lieber ist. Cool, cool, cool. Och nö. Bitte geht woanders hin. Ja. Okay. Ziele immer auf den Kopf, so fügst du mehr Schaden zu. Das ist cool, dass deinem so Tipps gegeben werden. Boah, das ist so krass. Bitte den PC nicht abschalten, okay. Boah, wie geisteskrank, die einfach lachen. Zu lustig. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang, mach schon. Im Zirkus der Werte. Okay. Hacken, wie ging der Kram denn nochmal? Das habe ich irgendwie nie verstanden. Okay. Ah, okay. Okay, wir probieren das einfach mal. Ich glaube, das geht hinterher halt auf Zeit und dann ist man irgendwie so ein bisschen gearscht. So. 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 So und so. Ach so, das geht deshalb auf Zeit, weil das da so durchfließt, das Zeug. Okay. Ja, so sollte es eigentlich sein, oder? Sicherheitsbot gehackt, ein erfolgreicher Hack. Interessante Dings. So, der greift jetzt für mich an, das finde ich cool. Viel Spaß. Oh. Mit unseren Skalpellen und unserer Billigkeit. Hör doch auf damit, du Unhöflicher. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Okay. Jetzt gerade sind wir aber relativ schnell unterwegs. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Interessant. Daran erinnere ich mich. Ich glaube, die habe ich immer verkackt. Ja, das kann gut sein, dass das hier war. Okay. Gut, da oben können wir erstmal was aufmachen, aber ich glaube, wir mussten auch noch irgendwas anderes machen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Da komme ich auf jeden Fall noch nicht durch. Ich will immer noch andauernd sprinten, das ist so strange. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Oh oh. Okay. Ich beobachte dich, war doch mal schön. Die sollen mal lieber hier hinkommen. Oh. Ich bin ein Star. Ja, hol dich hier raus, ist klar. So. Hallo. Oh, wie der immer schießt, total lustig. Okay. Ja, das System hinter Bioshock Infinite war schon ein bisschen ausgeklügelter. Dass man halt eine Taste für die Kräfte hat und eine Taste für Schießen und nicht immer dazwischen wechseln muss. Das war ein bisschen besser, muss ich gestehen. Hallo. Ja. Wie gesagt. Achso, das war eine Patrone. Ich dachte eben, das wäre irgendwie Müll oder so. Aber okay. Der Parasit hasst drei Dinge: den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Scheiße gelaufen. Ich bin alles von diesen Dingen. Also, blöd gelaufen. Ach, das ist eine Leiche. Ich dachte eben, was ist das? Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die erwartet. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Okay, das müssen wir uns noch anhören. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Okay, wieso hängen hier überall diese Dinger rum? Ich bin schön. Jawohl. Ja. Sieh mich an. Auf jeden Fall. Was könnte man an mir noch besser machen? Alles. Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist? Ich will das gerade mal probieren. Wenn ich noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Mist, 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 Mist. Okay, ich bin jetzt schon maßlos überfordert. Das muss alles auf. Schneller auf. Dahin. Jetzt bräuchte ich ganz viele von denen. So. Perfekt. Puh, okay. Das war lustig. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt. Ah, diese Teenbaum, die kenne ich noch. Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen.
Dieser russische Akzent ist einfach zu lustig. Okay, da soll ich anscheinend hin. Ich gehe aber eigentlich immer erst dahin, wo ich nicht hin soll. Oh, oh. Was ist das? Interessant, kann ich den auch hacken? Tatsächlich. Das will ich mal eben probieren. Okay, das Zeug fängt da an. Mist, 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 Mist. So. 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 Mist, 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 Mist. Das wird fucking knapp. Nein, 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 nein. Falsch, falsch, falsch. Das will ich alles nicht. Mist. Das brauche ich auch nicht. Shit, 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 shit. Noch ein davon. Ach so, die kann ich nicht. Oh, naja, GG. Okay, wir haben es verkackt. Naja. Scheiße gelaufen, Senior. Okay. Das war lustig, aber okay. Was können wir nochmal? Einen Verbandskasten kaufen. Ich brauche deinen komischen Zirkus der Wertekram nicht, sorry. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es ja. Scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Cool. Gut, wir gucken noch einmal hier unten, bevor wir dann in der nächsten Folge zu dem Dude da hinten gehen. Nichts drin. Nichts drin. Mist, 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 Mist. Boah, der hat ja alles voll mit Blut geschmiert. Hat der nichts zu tun, der Typ? Nee, lass mal stecken. Kannst deinen Zirkus der Wertequatsch behalten. Hallo? Automatik-Hacker, dann... Oh, das war vielleicht nicht ganz so schlau, sich hier wieder zu besaufen. Nee, das Bier brauche ich nicht unbedingt. Gibt es irgendwas zu essen? Dann bin ich vielleicht nicht mehr so betrunken. Anscheinend nicht. Toll. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen hier jetzt noch hoch. Ryan stellt dir eine einfache Frage. Ein Mensch oder ein Sklave? Die Frage kann er sich sonst wohin stellen. Gut, das war's von mir und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. My lover stands on golden sand and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing.